Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Ja, mit Osoma immer noch und es ist jetzt sehr viel Zeit seit dem letzten Part vergangen. Etwa 2 Stunden. Ich habe alles zusammengekratzt, was Osoma meinte. Und jetzt sollte hoffentlich alles in der Schmiede machbar sein, das ist der falsche übrigens. Irgendwann dachte ich mir so, okay, der Sound des Spiels pisst mich an, da habe ich den. Da habe ich den Grabber gemutet, habe dann Musik angemacht, dann hatte ich keinen Bock mehr, habe die Gameplays als Hintergrund reingeschmissen zu vertecken und irgendwie haben wir uns da unterhalten von wegen, ja, Disney-Lieder und Osa hat eine Seite aufgemacht, wo der ganze Text von den Disney-Liedern steht und ich habe einfach mal fast jedes Disney-Lied bis auf einzelne Worte in den Liedern auswendig gekannt. Ja, ziemlich viel mitgesungen. Okay, gut, jedenfalls, dann jetzt alles schmieden, was halt noch kein Häkchen hat und bitte also, nicht versehentlich verklicken. Okay, ich verklicke mich hier ein paar Mal versehentlich. Erstmal enges Reich. Dann Zauberung. Dann Kämpferkette. Dann Meister. Und wozu musste ich jetzt so viel farmen? Er muss nochmal rausgehen und wieder reingehen, dann hat er neue Items. Ja. Nee, du musst nur aus dem Gespräch rausgehen. Du musst jetzt nicht aus dem ganzen Haus rausgehen. Vor allem, jetzt ist es 3 Uhr morgens und die ganze Zeit ist Antivir nicht gekommen. Weil Antivir kommt einmal am Tag. Meistens zu so einer Zeit wie jetzt. Deswegen wundere ich mich schon. So, jetzt hat er 18 Items. Ja, muss alles herstellen einmal. Sollten insgesamt 25 Items am Ende sein. Was das alles macht, kann ich ja später lösen. Ja. Ich glaube, ich benutze Hilfe wieder das Steuerkreuz, denn mit Joystick ist das ein bisschen. Was? Gandalfring? So, und jetzt müsste nur noch ein Item kommen, was in der Liste ist. Und das ist das. Stärkster Schlüsselschwert. Und dafür hast du genau die Items, wie du siehst. Nee. Ich hab einen Luzidstein zu viel, hast verkackt. Ja. Du hast einen zufällig zusätzlich gekriegt. So, jetzt können wir mal lesen, was wir alles geschmiedet haben. Wir haben. Auf jeden Fall hast du einen Schutzengel und Kraftbolzen geschmiedet. Schutzengel ist scheißegal, Kraftbolzen ist wichtig. Ich weiß, das mag beides dasselbe, aber für mich. Ist Schutzengel schlecht. Verlorene Seite. Das hat mich wieder erinnert, nein. Ich weiß nicht, ob das. Das hatten wir, glaube ich, auch noch ausgehen gemacht. Du hast jetzt auch den Vita-Meister und den Feuermeister noch erreicht. Ja. Und ich habe also, eine weiße Triotech aktiviert, aber ich habe die Kiste noch nicht geöffnet. Ja, es war versehentlich Reflex. Ja, weil ich schon in der Luft gedrückt habe, weiße Triotech und dann. Hat das irgendwie trotzdem noch angenommen, obwohl ich noch in der Luft war. Komisch. Ja, dann kannst du ja mal dein Ultima angucken. Wie heißt mein Ding? Memoir. Es ist im Grunde. Das stärkste Schlüsselschwert. Du kriegst mehr 2 MP mehr, du kriegst mehr Angriff und ja. Na gut, so sieht es dann doch nicht so schlecht aus. Ein bisschen, weiß ich nicht. Dann kannst du es ja benutzen. Egal. So, schauen wir uns den Rest mal an. Wir haben viel Zeug jetzt. Was macht mein Teil überhaupt? Alle Feuerblitz und Eisschäden. Abwehr steigt erheblich, je mehr getragen, desto geiler. Feuerblitz, Eis. AP-Angriff und so weiter. Ja, da brauche ich mich nicht hinaus. Na, seid ihr die Wichtigen. Das Gute ist, ich bin jetzt in Traverse Town. Das heißt, ich wollte sowieso noch einen kleinen Einkauf machen. Meisterin. Maximum AP und Abwehr steigt erheblich. Hab ich den schon? Nee, oder? Den hast du hergestellt. Ah. AP sind Ability-Punkte. Genau.
Siehst du auch rechts eigentlich, dass Angriff und AP zwei verschiedene Dinge sind? Nein, ich denke immer, AP sind Angriffspunkte. Angriff, Abwehr steigt erheblich. Das ist goofy. AP und Abwehr steigt. MSH. AP und Abwehr steigt. Schon wieder? Es ist doch dasselbe. Ja, grünfügig und das dauerhaft, okay. Bring ich dir das da. Eine scheiß Kette, die braucht keiner. Steckt erheblich. Grünfügig. Zauberring. AP und Abwehr steigt grünfügig. Von Magie und Rufen steigt. Das sind nicht, die beiden sind eigentlich dieselben, nur dass der ist stärker. So. Name Goofy hier. Die Hunde. Was haben wir denn da aus, oder? Fliegerkette. Ich werde dich irgendwie kaum. Ja, ich sag auch gerade nichts. So, ich hab grad so ein. Ich hab grad so ein Mikrofon-Sound gehört, deswegen dachte ich so, der Mikro spinnt. Nee. MP, Angriff, Abwehr steigen. Abwehr, Angriffskraft von Magie und Rufen steigt auf. Was sind das? Oh, maximale AP, MP, Angriffskraft und Abwehr steigen. Achso, Angriffskraft von Magie und Rufen steigt auch. Mhm. Okay, alles steigt, nur die Abwehr sinkt. Wieso sollte die Abwehr sinken? Ja, weil Goofy jetzt. Achso, ja, gut, okay, um einen Punkt, aber das würde ja trotzdem eigentlich ziemlich stark verstärken. Mit ein Abwehrpunkt gegen haufenweise andere Punkte. Ein Eisschirm. Ja, stimmt, weil die Schleife schärft alles. Du hast doch Kristallmitra gemeint eigentlich, oder? Ja, Das schärft eigentlich fast alles. Ich habe jetzt nur geguckt mit der Schleife. So. Ja. So, dann bist du jetzt mit Schmieden fertig. Und ja, du hast ja vorhin offscreen schon gesagt, dass ich jetzt ohnehin schon alles wegschnitzel. Und jetzt mit geilerer Waffe, ich glaube, da hat keiner mehr eine Chance gegen mich. Ja, dann kannst du ja die Arena jetzt weitermachen. Da stehen ja noch ein paar Runden aus. Wenn du möchtest, kannst du ja erstmal dann die normalen Cups fertig machen, dann noch den Hades Cup. Und dann... Ich hab 20.000 Gold fast. Ja. Sag mal. Das da ist der offensive Start, nicht wahr? Der einen MP wegnimmt. Herkules-Schild ist nicht schlecht, zumindest für einen Angriff. Ja, das sieht geil aus. Guck es dir an. Ja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Sieht in der Defensive. Ich habe Offensive gelesen, verdammt. Naja, halb so wild. Der Sammlung halber heißt das halt. Der Sammlung halber. Ja, das war ganz wichtig für 100%. Naja, nicht wirklich. Das muss doch keiner wissen. Was haben wir da noch alles? Nur High Potions, das ist ja gar nichts. Mehr verkaufen die auch nicht, deswegen sind die Elixiere viel wertvoller. Also von denen? Ja, allgemein, ich meine, dass du die hast, sind die halt wertvoller. Und deswegen verschwende ich die eigentlich immer so ungern. Naja, vielleicht kann ich das Geld im Darkbirds Geld speichern, nicht ziehen. Moment, habe ich gerade richtig gesehen bei Donald? Alter, was denn? Die Leisten da oben bei den beiden. Jetzt hat Goofin einen noch längeren. Wer hat er ihn jetzt angeguckt? Wie hieß seine Freundin da oder die zu ihm passierte? Annabelle? Annabelle? Du kommst. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ja, von Goofy, diese Kuh da. Was? Du meinst Clarabella Kuh, oder was? Clarabella, so hieß sie, nicht Annabelle. Ich weiß nicht, ob die wirklich so gut zu ihm passen würde. Nee, das nicht. Die würde eher zu Rudi passen. Stimmt, Rudi das, Ross. Ja? Den gab's ja auch noch. Hm. Will nach links! Diesmal nicht. Diesmal fliegen wir ganz normal. Nein. Das glaubt. Mein Wulfomobil hier.
Gut, dann hat sich ja das... die Liste, die ich angefertigt habe für die Items, gelohnt. Dann kann ich die jetzt schließen. So. Ja, ganz schön gedauert. Ja, aber immerhin, jetzt bist du bereit, gewissermaßen. Na, mit meinem... Was ist das überhaupt? Was soll das... Was ist das überhaupt für ein Schwert? Ultima, die stärkste Schmiedewaffe, die Mokris machen konnten. Ja, das... Wir wollten ja immer so eine ultimative Waffe machen. Aber was ist das? Was soll das sein, symbolisch? Ich meine, das da ist klar, das soll einen Stern darstellen, so in etwa. Das da ist einfach nur stylisch, glaube ich. Das da ist eine Rose, das die, da ist ein was die Darstellung angeht, ist eine gute Frage. Ich finde eigentlich, dass es mehr symbolischen Wert hat, die ganzen Schlüsselschwertanhänger. Die haben sogar teilweise mehr symbolischen Hintergrund, als man denkt. So, das Schwert ist einfach nur konstruiert worden, damit es angeberisch aussieht als der andere. Ja, das ist stärker als halt. So, ich habe gelevelt wie Sau. Ich habe eine neue geile Waffe, mit der ich die Leute aufschlitzen kann. Kannst du ja jetzt gegen die Zeit die 3 Cups machen. Dann hast du die schon mal hinter dir und musst nur noch am Ende Hades Cup 4 Modi machen. Achso, zu dritt? Ja, natürlich. Gegen die Zeit ist zu dritt. Kann ich ja nicht wissen. Geht dir noch? Ja. Ich habe übrigens diese auseinander mittlerweile. Haben wir übrigens einen neuen Move gelernt, so ein Tornado da. Ich weiß auch nicht, ob das noch in der Aufnahme war. Boah, hab ich lange gebraucht. Es geht sich doch nie aus. Die, wie viele Runden waren es? 30 oder so? 9. Irgendjemand ist gerade gestorben. Ja, Gegner. Ja, das ist der nächste. Ah. Affe! Was ist das? Ja. Es hilft doch ganz gut, wenn du jetzt gerade die Gegner schnell besiegen willst, mit Attacken noch anzukommen, mit Magie. Zum Beispiel Eis am Anfang reinhauen, wenn da zum Beispiel keine, ja, oder Blitz. Magie kann ich vergessen. Ich glaube, es ist einfach klüger, einen Affen den Kopf abzuhacken. Meinst du nicht auch? Na, Magie kann teilweise schneller gehen als die normalen Schläge. Vor allem, wenn nicht die Affen so verarschen. Wenn der Affe mich verarscht, hacke ich ihm die Hand ab. So einfach ist das. Das war das Schlüsselschwert. Jetzt sehe ich erst, wie das aussieht, oh mein Gott. Oh nein. Oh. Fast alle Roten sind. Jetzt sind alle Roten tot. Das? Nee. Es ist erst vorbei, wenn die Zeit stoppt. Ja. Ein Kinderspiel. Sehe ich erst, wie das aussieht. Das hat noch eine extra Klinge da. Ich dachte ja, die ganze Zeit hält das Schwert falsch. Big Bauch. Oh, Fetter. Jetzt dreht er sich extra dahin. So, dafür schneide ich dir deine Wampe auf. Ich glaube, der Attacke visiert er ja dich gewissermaßen an. Also von daher ist klar, dass er sich dreht. Affe! Jetzt sollte ich Moves einsetzen. Ich glaube, ich sollte nachher nach diesem Cup noch weiter die Weltmap klappern. Ja, das könntest du auch noch machen, denn... Für gegen die Zeit musst du halt auch wirklich recht aggressiv vorgehen. Gerade dann, wenn du bedenkst,
wie sehr die, dass die späteren Kapseln hier auch noch ein bisschen schwieriger. 1:09, verdammt. Was ist denn das für ein Michael Jackson? Oh ne. Und da oben sind 6 Heiler. Ja, die gehen ja schnell tot. Oh, die sind platt. Mit deiner Wampe! Nein. Jetzt kam der andere da. Dickwanst! Tja, ich würde halt, wenn du sie von vorne hauptsächlich hast, schnell Magie wirken, dann machst du ja auch mit Magie durch vorne Schaden. Ja, nicht schlecht, hm? Ich habe noch 2 oder 3 Runden. Wie viel der Runde ist das? Das ist Platz 3. Das wird sich zeitlich nicht ausgehen, das sehe ich jetzt schon. Ich habe Maximum HP ab. Ja, nicht schlecht, hm? Weg mit dir! Ja, der ist schon mal weg. Ja, das wird sich nie ausgehen, das wird jetzt schon. Und geschafft. Ja, 12 Sekunden bleiben noch. Ja, und Platz 1 bist du. Also hast du gewonnen. Achso, ich dachte, einer kommt noch. Ne, ja, Platz 1 bist ja schließlich du. Okay. Zwischendurch ganz gut, aber jetzt nicht. Ja, mit Phil Cup bist du jetzt fertig. Oh, geht ja wieder nicht. Danach noch Pegasus und Hercules Cup unter Zeitdruck schaffen und dann noch den Hades Cup. Ich glaube, das wird nicht lustig. Tja, wie gesagt, du musst auch ein bisschen mit Magie noch arbeiten. Notfall. Notfall-Levels halt noch ein bisschen vorher. So, ja. Jetzt willst du nämlich an noch den Rest von Akraba machen, weil du hast ja gemerkt, dass du die Wunderhöhle vergessen hattest beim letzten Mal. Ja, warum habe ich mich von dir zu sowas überreden lassen? Was ist denn das Problem? Läuft doch ganz gut. Ja, es läuft schon ganz gut, aber wenn ich daran denke, dass ich die anderen Dinge auch noch einen Zeitdruck machen muss. Ganz ruhig. Wie gesagt, im Notfall mal ein bisschen mehr mit Magie arbeiten. Weißt du, hoffentlich nicht jede Magie auf Max-Level. Glaub mir, die Gegner, wenn du ein bisschen Magie kurz spammst, mal 2-3 Mal Blitz, dann sind die teilweise schon schneller tot, als du denkst. Ja, hier habe ich noch ewig lang weitergefahren, obwohl ich schon lange fertig war. Ja, und hier ist die Triotech, die du versehentlich aktiviert hast. Die weiße Triotech. Für so einen nutzlosen Gummi. Weißt du, ich find's halt, Komet-Gummis sind grundsätzlich nicht scheiße. Eigentlich sind die sogar ziemlich gut, aber es ist irgendwie total dämlich, dass du den Pyropstein hier kriegst. Weil, ich meine, das war jetzt eine weiße Triotech. Die weiße kriegst du erst nach Hollow Bastion. Moment. Ich hab noch irgendwo eine Kiste, die sind leider das heißt, da gibt's eigentlich fast keine Gummi-Chat-Routen mehr, wofür du noch diesen Komet-Gummi nutzen kannst. Da hinten ist eine weiße. Nee, eine gelbe. Nee, das ist die letzte gelbe. Leere
bevor du runtergehst, würde ich erstmal die oberen Etagen noch fertig machen. Guck übrigens mal jetzt auch zum Abgrund. Ich glaube, du kannst teilweise über den Abgrund schweben und zu Kisten kommen. Bin ja, ich ganz weiß, sicher. Deswegen gehe ich auch hier weiter. Weil das habe ich nämlich gesehen, dass da jetzt rechts eine Kiste ist. Schwanger. Oh. Ja, die beiden nicht. Das war alles geplant. So da gibt es auch irgendwie einen Trick, um da hochzukommen. Ich weiß noch nicht genau, wie der ging. Muss mal später nochmal gucken. Lass erstmal hier oben bleiben. Und gucken, ob sie noch irgendwo Kisten siehst. Vielleicht kannst du hier noch weiter hoch. Muss ich gar nicht mehr anvisieren. Die kann ich auch so zerlegen. Hey, vielleicht sollte ich mein Maul nicht ganz so weit aufreißen. Ja, du hast jetzt einfach nur pariert gehabt. Ja, auch. Ich weiß, dass ich pariert hat, aber ich wollte ihn töten, ohne dass er irgendwas machen kann. Ich wollte den Leuten vor Augen führen, wie machtlos sie mittlerweile gegen mich sind. Dann zauberst du mich in den Kopf. Ja, nee, hau ab. Hier geht's schon mal nicht, wenn ich das richtig sehe. Oder? Jetzt reicht's. Komm her. Oh, Pyropstein. Habe ich ja nicht schon längst genug. Naja, theoretisch. Es gibt auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, kannst du von hier vielleicht darüber fliegen? Klappt. Ja, danke für die Kamerasicht. Kannst du gleich nochmal hier. Ja, schieb den mal runter. Und dann geh mal hier lang, genau. Ach, da bist du hier. Okay. Das wäre wahrscheinlich der Ort gewesen, wie du eigentlich hier hättest hinkommen sollen. Das ist so wahrscheinlich. Dahin springen. Gut, okay, dann gehen wir noch Richtung Schatzkammer. Damit du die obere Ebene fertig hast. Das war stylisch. Nix berührt, direkt reingeflogen. Das hatte Stil. Also richtig. Rufe hat gelitten. Ich weiß nicht, ob du die Kisten hier oben nämlich schon hattest. Ich glaube nämlich nicht, weil du nicht wusstest, wie du rankommst. Ah, bin da oben. Jetzt kannst du mit dem Sprung sie erreichen. Es gab aber eigentlich eine andere Methode, wie man es hätte machen können. Ja. Mit Aladdin bitten und dann hätten dich diese Dinger da unter den Statuen nach oben geschossen. Los kämpft meine Sklaven. Jetzt muss ich sowieso rum. Danke. Kann ich auch selber kämpfen. Oder wie nicht? Wisst ihr, wie sehr mir gerade auf den Zünder geht? Ich habe euch so oft besiegt und ihr lernt es einfach nicht. Ja, Araber. Das sind herzlose, die haben nichts. Gut. Hast recht, Abaras. Araber sind eigentlich damals gelehrte Leute gewesen. Von Kunst und Architektur und was weiß ich, was die nicht alles hervorgebracht haben. Ich doch nur diese dumme Kiste öffnen. Dumme Kisten. Schmerzer. Ich sehe nur eine. Aber vielleicht, wenn es dich stört, dass du zu wenig Schaden machst, möchtest du ja doch noch mehr Items farmen. Ich meine, du weißt ja, dass du Kraftbolzen dir bauen kannst. Ja. So. Ich sehe da irgendwo eine Kiste, ich sehe keine. Ja, müsste eigentlich. Ja. Was bringt das? Ah, okay, dann hast du die Kisten scheinbar schon, die da lagen.
Okay, gut, dann bist du hier wohl fertig in dem Raum. Ja. Dann geht's jetzt nach unten. Unter die Klospülung. Die untere Wunderhöhle ist die komplizierte Teil. Ich hasse den unteren Teil. Die komplizierte Teil. Jetzt kommst du hier erstmal hoch. Das ist schon mal gut. Das war wegen der Triotech. Da kannst du auch ohne Aladdin machen. Von meiner neuen Waffe verneigen sich alle. Ja, das hat jetzt eine Tür geöffnet. Ja, da ist nicht mehr. Ja, die finden wir schon noch. Ja. Genau da. Ich war schon wieder so etwas Nutzloses. Ah. Aber immerhin hast du es am Ende. Vor allem, ich habe das Gummi da. Das Gummi, ich habe den Ort da jetzt am Bein gefühlt. Ich dachte, er wäre ganz woanders. So, hier bist du ja gerade gewesen. Da oben geht's noch wieder, wieder hoch. So. Wie bitte? Ja, ist eigentlich egal, welchen Ort du zuerst gehst. Gucken wir erstmal. Das Schatten. Mal gucken wir mal, ob hier schon alles hast. Flieg mal darüber. Guck, ob du da drüben alles hattest. Oh. Das Ding ist schon aktiviert. Ja, du hast, glaube ich, alle Kisten hier schon erreicht. Ja, genau. Gut, dann könntest du theoretisch den Wasserfall wieder hochschwimmen, da warst du nämlich gerade hergekommen. Fliegen. Nein, ich kann nicht durchfliegen. Kaskade. Na, das ist ja rechts hier noch einen weiteren Eingang, wo du gerade gesagt hast. Nein. Doch, da. Du bist da gerade, bist da noch nicht gewesen. Ich bin da gerade einen Wasserfall hochgeschwommen. Ja, ich weiß, es war gerade ein Wasserfall, aber das hier ist auch ein Wasserfall und das ist ein anderer. Ist da auch schön. Okay, was ist hier? Oh, hat der Stille? War doch gerade eben schon. Nein, warte. Da ist noch eine Kiste, okay. Ja, der Block. Als ob ich den Block bräuchte. Was das? Nichts mehr? Kannst du mal zur Statue fliegen, ob da noch was war? Ich habe den Block jetzt trotzdem benutzt, sonst heißt es wieder, dass ich diskriminierend bin. Was ist hier hinten? Oh, der Schatten. Der Schatten. Okay, hier brauchst du nichts mehr, das hast du schon. Dann kannst du ja zurückgehen. Voll Hammer reicht der Schatten, Buch der Schatten, was gibt's noch alles? Oh, was ist denn hier links noch? Ja, was ist da? Ja, bist du von dem gekommen oder warst du von woanders? Auch von den Kramen. Ich glaube, du kommst von eher der Höhle da hinten. Ja, egal, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob der Buch der Schatten überhaupt irgendwas sagt. Nicht unbedingt. Okay, ich glaube, du bist mit der Unterhöhle fertig. Das heißt, Alcaraba ist allgemein fertig. Gibt's die Charmed? Zauber auf der Hexen? Ja, aber ich hab's nie geguckt. Ich hab's mir mal zwangsweise angucken müssen. Ja, das klingt jetzt blöd, aber es war wirklich zwangsweise. Weil zu diesem Zeitpunkt war ich über einen längeren Zeitraum hinweg in einem Krankenhaus. Und irgendwie gab es da nur eine. Ja. Hattest du jetzt noch irgendwas, was du machen wolltest? Weil, wie gesagt, das klingt mit der Wunderhöhle sind wir fertig. Ich glaube, gibt nichts mehr, was ich großartig machen wollte. Weil du jetzt nicht wegen mit dem Speicherpunkt weggegangen bist, keine Kurs. So. Vergessen, dass man was kann. Ich wollte gerade echt zurück nach Agaraba gehen. Und nach unten fahren. Oder? Vielleicht besser bei der Stelle, wo du runterlaufen kannst. Oder? Hm.
Dann kommst du auch ganz sicher an die Stelle, wo du hergekommen bist. Fällt eigentlich nur der Holobestchen, oder? Ja, kann sein. Ich glaube, warum kann nicht das fehlen? Ich glaube, im Ende der Welt hast du tatsächlich alles gefunden. Also fehlt nur noch Holobestchen, ja. Wenn ich das jetzt beendet habe, dann habe ich eigentlich 100%, oder? Dann hast du kistentechnisch fast 100%. Also fast. Weil du im Nimmerland noch ein paar Kisten hast im Glockenturm. Da kommst du aber jetzt noch nicht hin, weil geht zur Kaskade. Das heißt, du musst zuerst diesen Secret Boss besiegen, um die Kisten dann holen zu können. Mhm. Ach, der Scheiß. Und ich würde dieser Secret Boss ist die Härte. Ja, ist auf jeden Fall sehr nervig. Ja. So, also die erste Blase bringt dir ja nichts, geh mal in die zweite Blase rein. Ich glaube, das werden wir im nächsten Part machen. Okay. Das war Kingdom Hearts, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.